Bürger in Deutschland und auch viele in Frankreich meinen über die Milliardenkredite des Rettungsfonds EFSF an die Krisenländer der Eurozone würden den Menschen dort geholfen. Aber dient das Geld nicht wesentlich dem Zweck, diese Schuldnerländer und Länder und ihre Banken zahlungsfähig zu halten, damit sie Zins und Tilgung an ihre privaten Geldgeber zurückzahlen können? Also die Anpassungsprogramme des EFSF und in Zukunft des ESM haben in aller Regel drei Komponenten. Das eine ist eine fiskalische Konsolidierung, um die Schuldentragfähigkeit herzustellen. Zweitens Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und es gibt Länder, die die dritte Komponente brauchen, nämlich eine Bankenstabilisierung. Das spielt insbesondere eine Rolle in Irland. Und wie gesagt, Spanien hat ein eigenes, speziell auf Banken zugeschnittenes Programm. Und waren es denn dann nicht überwiegend Investoren und Banken aus Deutschland, Frankreich und den anderen heute sogenannten Geberländern, die in den späteren Krisenregionen den ungesunden Boom finanziert haben? Das kann ich nicht sagen, weil ich die Daten dafür nicht im Kopf habe. Es ist sicher so, dass es in Irland und jetzt in Spanien ein relativ klassisches Phänomen gegeben hat. Also es sind keine toxischen Assets, wie wir es 2007/2008 alle erstmalig gelernt hatten, sondern es ist das klassische Platzen einer Immobilienblase, das in beiden Ländern stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, man muss unterscheiden, in Irland und Spanien war die Bankenkrise mit Ursache der Entwicklung, während das beispielsweise in Griechenland umgekehrt war. Der griechische Bankensektor war relativ gesund, hat auch eine regionale Funktion wahrgenommen und kam erst in Schwierigkeiten dadurch, dass sein Staat, der ihn stützt, letztendlich in Schwierigkeiten kam. Aber indem wir jetzt Überbrückungskredite geben an die betroffenen Regierungen, stellen wir doch sicher, dass dann damit wiederum die Gläubiger dieser überschuldeten Banken oder dann, wenn die Schuld schon auf die Regierung übergegangen ist, der überschuldeten Regierung, dass die eben ausbezahlt werden können. Retten wir also im Grunde nur uns selbst? Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt zwei Ansätze mit, ich sag mal, angeschlagenen Banken umzugehen. Man muss sich angucken, ist die Bank lebensfähig, aber muss kapitalisiert werden, dann kann man das durch die Hilfsprogramme tun, immer noch heute über die jeweilige Regierung. In Zukunft, wenn die europäische Aufsicht effektiv wirksam ist, direkt durch den ESM. Aber es gibt auch eine zweite Gruppe von Banken, die nicht mehr lebensfähig sind. Diese werden dann abgewickelt. In beiden Fällen gilt es aber, dass die privaten Aktionäre natürlich vorrangig beteiligt werden müssen. Die Aktionäre ja, aber die Kreditgeber, die Gläubiger nicht bisher. Ich glaube, hier muss man auch unterscheiden, welche Art von Gläubiger es sind. Es hat im Falle Irlands Beteiligung von ungesicherten sogenannten Junior Bondholders gegeben, aber sie zielen das zweite Mal jetzt auf die sogenannten Senior Bank Bondholders, mhm, die bisher nicht beteiligt worden sind. Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist vorrangige, ungesicherte Gläubiger. Ich habe das auf der Zugfahrt von Hamburg gerade eben mühsam gesucht, sozusagen. Ja. Die Arbeitssprache der EZB ist Englisch, insofern alle Unterlagen, die man hat. Ich sage, was heißt das jetzt auch? Also die FAZ macht dankenswerterweise immer diese Übersetzung. Und die sagen eben wirklich die vorrangigen, ungesicherten Gläubiger. Insofern ist das, glaube ich, doch... Guter Tag, ich habe was gelernt. Worauf ich hinaus will, indem man diese Überbrückungskredite gibt und den Staaten die Möglichkeit gibt, die Banken zu rekapitalisieren, wird doch de facto das finanzielle Risiko von privaten Geldgebern an ursprünglich mal private Banken auf die öffentliche Hand übertragen, oder? Also da geht doch ein Ausfallrisiko von privaten Investoren auf die öffentliche Hand, auf den Steuerzahler, erst der betroffenen Länder und dann insgesamt aller Eurozonenländer über. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein relativ übliches Verfahren im Zuge einer Bankenkrise, wenn die Glaubwürdigkeit erstmal der privaten Aktionäre, die sind in der ersten Linie, und dann auch in der zweiten Stufe der Gläubiger in Frage steht, dann gibt es einen sogenannten Lender of Last Resort, der diese Banken stützt. Das ist der jeweilige Staat. Mhm. Und wenn der Staat das alleine nicht kann in der Eurozone, kann er eben Hilfen bisher vom EFSF und in Zukunft vom ESM in Anspruch nehmen. Das ist richtig. Ja, nur
Was in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt, ist diese Übertragung des privaten Risikos auf die öffentliche Hand. Müsste man das nicht einfach den Bürgern und Wählern eigentlich noch viel, viel klarer sagen, dass das eigentlich der harte Kern der Euro-Rettung ist? Ich glaube, es ist nicht der ganze Kern. Ich glaube auch nicht, dass man versucht hat, das zu verschweigen, sondern der EFSF ist ganz klar eine öffentliche Institution, ist eine intergouvernementale Veranstaltung der 17 Eurozonenstaaten. Ich glaube, das ist schon klar, wer da letztendlich das Risiko für trägt. Das ist nach den Kapitalanteilen, wie sie in der EZB sind, hat man sie auch für den EFSF genutzt und in Zukunft für den ESM sind das die Steuerzahler Europas. Aber das ist kein Geheimnis. Sie haben es ja schon erwähnt, in Irland und Spanien waren es ja nicht die Regierungen selbst, die schlecht gewirtschaftet haben, sondern die Banken und zugehörige Immobilienkonzerne. Und die bekamen ihre Kredite ja überwiegend von Banken und Anlegern aus Deutschland und den anderen Euro-Staaten. Tragen diese Investoren nicht auch eine wesentliche Mitschuld an der dann eingetretenen Überschuldung ihrer Kreditnehmer? Also Schuld ist für Notenbanker immer eine schwierige Kategorie. Verantwortung. Nennen wir es Verantwortung. Ich glaube schon, dass man auf einer Seite einer Anleihe immer zwei hat oder auf Seiten des Kredits. Ja. Einer, der nimmt und einer, der gibt. Es ist beides da. Ich glaube, dass die öffentliche Hand in den betroffenen Ländern nicht ganz frei zu sprechen ist, sondern es ist ja durchaus so gewesen, dass die jeweiligen Aufsichten, erst in Irland und auch dann in Spanien, das Entstehen von Blasen geduldet haben. Die sind schwer zu erkennen anfangs, ganz sicher, aber irgendwann ist es so wie mit dem berühmten Elefanten, wenn er im Raum steht, weiß man, dass er da ist. Ja. Nur worauf ich hinaus will, wenn die Investoren, wie Sie sagen, es gibt ja immer zwei Seiten bei einem Kredit, den Geber und den Nehmer, und wenn die Investoren, also die Kreditgeber, zumindest einen Teil der Verantwortung mittragen, wäre es dann nicht eigentlich logisch, dass man sie auch zumindest zum Teil an den Kosten der Sanierung beteiligt und nicht die ganze Last auf die Staaten und ihre Steuerzahler überträgt? Also ich glaube, es gibt da ein abgestuftes Vorgehen. Erst alle Aktionäre, ich glaube, dass die alles verlieren müssen, ist unstreitig. Ja. Dann die ungesicherten Junior Bondholders. Und die Frage, die dann bleibt, ist mit den ungesicherten nachrangigen Gläubigern sozusagen. Ja. Da hat damals, das ist vor meiner Zeit, insofern kann ich das nur indirekt wiedergeben, die EZB als Teil der Troika sich entschieden, dass man der Finanzmarktstabilität Vorrang gibt, in einer Situation, wo die globale Finanzkrise relativ akut war, noch im Jahre 2010, dass man gesagt hat, es spielt jetzt die Sicherung der Finanzmarktstabilität eine vorrangige Rolle. Das deckt sich auch mit dem Mandat der EZB. Weil man keine Erfahrung hatte rund um den Globus, wenn man an diese Anleihegläubige herangeht, was dann für die Refinanzierung von Banken im Euroraum passieren würde. Was wäre denn die Befürchtung? Die Befürchtung ist damals gewesen, dass dann dieser Refinanzierungskanal, der ja ein ganz erheblicher ist für Banken, kurzfristig vollständig zum Erliegen kommt in Europas. Ist der jetzt nicht trotzdem zum Erliegen gekommen, obwohl Irland gesagt wurde, ihr müsst diese Gläubiger bezahlen im Namen der Finanzstabilität? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass dieser Refinanzierungskanal zum Erliegen gekommen ist. Wenn man zurückguckt, das hat jetzt auch andere Gründe, seit dem 6. September, seit wir unser neues Anleihekaufprogramm verkündet haben, ist es europäischen Banken gelungen, solche Anleihen und ähnliche Anleihen im Umfang von 43 Milliarden Euro am Markt zu platzieren. Neu zu verkaufen. Ja. Und auch Banken, für die in den 6 Monaten vorher der Marktzugang völlig unmöglich war. Der irische Ökonom Carl Whelan, den kennen Sie wahrscheinlich sogar, weil er in der geldpolitischen Debatte, glaube ich, ziemlich prominent ist. Der hat ein Gutachten geschrieben fürs Europaparlament, in dem er behauptet, die EZB habe ihr Mandat damals überschritten, indem sie auf Auszahlung aller Gläubiger bestand, weil sie damit ganz tief letztlich eingegriffen hat in den irischen Staatshaushalt, der ja die Schulden übernehmen musste. Können Sie diesen Vorwurf verstehen? Also ich kenne das Gutachten nicht und wie gesagt, ich war damals auch nicht in der EZB. Insofern ist das alles ein bisschen, was deutsche Beamte Aktenwissen nennen würden. Ich glaube schon, dass die EZB innerhalb ihres Mandats gehandelt hat. Das heißt nämlich primär, Preisstabilität zu gewährleisten und zur Finanzmarktstabilität beizutragen. Da ist ja schon eine Zielhierarchie in dem Mandat verankert. Ich glaube, das hat man eingehalten in einer Situation, die in der Tat relativ neuartig war, die auch Ansteckungsgefahren ganz klar sah. Und es war damals das vorrangige Ziel, diese Ansteckungsgefahren
zu verhindern. Das ist dann ex post berechtigterweise auch immer Fragen der Lastenverteilung gibt. Aber das spielt meistens an diesen Wochenenden keine primäre Rolle. Ja, ja, weil es um Panikentscheidungen geht oder zumindest unter Druckentscheidungen. Ne? Ja, Sie haben eigentlich ein Wochenende Zeit, bis die Märkte in Asien immer wieder aufmachen. Dazu eine Zwischenfrage. Die EZB gibt doch selbst eigentlich gar keine Kredite an Regierungen. Warum ist sie dann trotzdem Teil der Troika und an der Aushandlung der Kreditkonditionen beteiligt? Eigentlich gehört sie doch da gar nicht hin. Eigentlich verhandeln doch Kreditgeber mit Kreditnehmern, also IWF und die Eurozonenländer und eben die Krisenländer. Warum ist die EZB da mit am Tisch? Also der Kreditvertrag wird auch unterschrieben, in diesem Fall von der irischen Regierung und dem EFSF. Mhm. Das ist die Kreditvereinbarung. Aber der Kredit des EFSF ist an wirtschaftspolitische Auflagen gebunden. Mhm. Und diese Auflagen werden auf Seiten Europas durch die EU-Kommission und die EZB mit ausgestaltet. Aber auch hier wieder eine Abstufung. Es heißt ganz fein säuberlich in dem EFSF-Gründungsvertrag, das erarbeitet die EU-Kommission in Verbindung mit der EZB. Das rührt daher, dass in dem Statut der EZB steht, sie kann auf Wunsch der Regierung beratend tätig werden in Wirtschafts- und Finanzfragen. Und darauf hat man sich in diesem Fall bezogen. Das heißt, eigentlich sitzt die EZB nur als Berater mit am Tisch, ja, nicht als Entscheider, wenn man so will. Ja, das gilt auch für die EU-Kommission. Wie gesagt, der Kreditvertrag ist zwischen der EFSF und dem betroffenen Land. Aber auf der anderen Seite, wenn dann der Vertreter der EZB in diesen Verhandlungen eine Forderung stellt, dann ist die schon manifest. Also die ist dann schon für das Gegenüber relevant. Er kann ja nicht sagen, ihr seid ja nur Berater. Oder wie läuft das praktisch? Also in der Praxis ist es sicher so, dass man eine Übereinstimmung finden muss über die Anpassungsmaßnahmen zwischen dem betroffenen Land, vertreten durch seine Regierung, ja, und der Troika. Wie gesagt, es gibt ja den EFSF-Vertrag und es gibt parallel dazu immer ein Anpassungsprogramm des Internationalen Währungsfonds. Jetzt fragen sich viele irische Bürger, also vor allem die, mit denen wir gesprochen haben, das waren dann doch ziemlich viele, warum ihre Regierung mehr als 70 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden machen musste und nun bei Gesundheit und Bildung spart, nur um die ausländischen Gläubiger einiger größenwahnsinniger Banken auszuzahlen. War das, weil die Größenordnung für das kleine Irland ja doch riesig ist, war das vielleicht ein Fehler? Das kann ich ehrlich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, damals nicht daran beteiligt war. Mhm. Ja, aber nur nochmal, um das klarzumachen, die Summe ist ja für das kleine Irland wirklich ungeheuerlich. Ne? Wenn man das auf Deutschland übertragen würde, dann wären das 1.000 Milliarden Euro, also eine Billion zusätzlicher Staatsschuld. Ja, aber es lag auch, also diese Größe dieses Lochs, sag ich mal, das aus dem Bankensektor kommt, liegt ja daran, dass der Bankensektor viel zu groß für die Größe des Landes war. Ja, er war unglaublich aufgebläht. Der Finanzsektor war ungefähr 10-mal so groß wie das BIP des Landes. Ja. Das machte eben klar, das ist auf Dauer nicht stabil. Wir haben ja ähnliche Situationen in Island gehabt oder in der Schweiz. Da ist es aber gelungen, der Regierung und der Notenbank das zu stabilisieren. Mhm. Und wir haben eine ähnliche Dimension jetzt vor uns in Zypern liegen. In Island wiederum hat die dortige Regierung entschieden, mit Ausnahme dieses einen Fonds für die Kleinanleger in Großbritannien und in Holland, aber mit allem anderen, die Banken zu schließen und den internationalen Gläubigern zu sagen, tut uns leid, aber ihr habt falsch investiert, und haben die Banken geschlossen und abgewickelt und neu gegründet für und die Einleger sozusagen, die isländischen Einleger in die neuen Banken überführt. Hätte man das nicht auch in Europa genauso machen können, wie die Isländer das gemacht haben? Ich meine, die haben es sich relativ gut und schnell jetzt wieder erholt. Also ich glaube, die isländische Situation ist nicht ganz zu übertragen. Mhm. Zum einen ist Island hat eine eigene Währung. Die sind nicht Teil der EU, das heißt, sie haben ja ruckartig Kapitalverkehrskontrollen rund um die Insel verhängt, die heute noch da sind, wo die schwierige Frage stellt, wie man das schrittweise wieder aufheben kann. Aber wie gesagt, sie haben auch eine andere Währung. Mhm. Das heißt, es gab keinen Ansteckungskanal über die Währung. Und man muss auch von Irland sehen, es gab sehr enge Verflechtungen des Bankensektors mit anderen Teilen europäischer Bankensektoren. Das war auch in Island deutlich weniger ausgeprägt. Wer waren in Island die Gläubiger? Die waren doch auch aus der ganzen Welt letztlich. In Island war das überwiegend, das hat man ja auch in Rechtsstreitigkeiten hintergesehen, aus Großbritannien und den Niederlanden. Verstehe. Ich frage deswegen, weil irische Ökonomen und jetzt neuerdings sogar das irische Finanzministerium, habe ich heute gelesen, sagen, die Schuldenlast, die jetzt aus dieser Entscheidung entstanden ist, übersteige Irlands wirtschaftliche Kraft, und sie warnen, Irland werde früher oder später nicht mehr zahlen können. Muss man diese Warnungen jetzt ernst nehmen? Sie sind auch Teil
einer Verhandlung, die stattfinden. Also nach unserer Einschätzung sind die Schulden Irlands tragfähig. Ja, die Schulden der Insel sind tragfähig. Es geht darum, Irland möchte gerne in Zukunft profitieren von der direkten Bankenrekapitalisierung durch den ESM, ja, die eben zurzeit noch nicht möglich ist, aber in Zukunft irgendwann möglich sein wird, wenn die europäische Aufsicht da ist. Und das hätte eben den großen Vorteil, dass dann die Schulden nicht mehr auf den Schuldenstand des Landes angerechnet würden. Aber das Geld muss ja gleichwohl durch die irische Volkswirtschaft aufgebracht werden. Also ob man es nun anrechnet oder nicht, entscheidend ist ja, wie viel muss jedes Jahr sozusagen erwirtschaftet werden, um die Schulden zu bezahlen. Da sagen mir irische Ökonomen, die Schuldentragfähigkeit, die sich die EZB oder die Troika als Ganzes da für Irland ausrechnen, die sei illusionär. Nicht zuletzt deshalb, weil sie auf das Bruttosozialprodukt bezogen wird. Das sei aber für Irland nicht die relevante Größe, sondern dort müsse man das Bruttonationalprodukt nehmen, weil ein Großteil der irischen Wirtschaft halt diese Exportzonen letztlich sind. Und wenn man es auf das Bruttonationalprodukt beziehe, dann komme eine Summe raus von 150-160% jetzt Ende des Jahres. Und das sei nicht bezahlbar. Also ich würde sagen, es deckt sich nicht mit unseren Berechnungen. Wir halten das Land für schuldentragfähig. Und das ist berechnet eben nach der Methode, die global eingesetzt wird. Auch der IWF berechnet Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ich glaube auch, dass das die richtige Berechnungsmethode ist, weil eben auch Exporte Wirtschaftsleistungen herstellen. Darauf werden dann auch Steuern bezahlt, die man dann nutzen kann, um einen Schuldendienst zu leisten. Mhm. Ich glaube auch, die Investoren sehen das anders. Weil Irland ist es im Juli gelungen, erstmalig seit Beginn der Krise an die Finanzmärkte zurückzukehren, also im Juli diesen Jahres. Das war ein wichtiger Schritt. Aber wesentlich teurer als das Geld, was sie über den EFSF kriegt. Insofern, in Irland wurde oft kritisiert, das sei eine sehr teure PR-Maßnahme gewesen. Man hätte das Geld billiger haben können. Ich glaube, dass vor dem Ausbruch der Krise eben die Zinssätze, sprich die Risikoprämie, zu niedrig waren. Ich glaube, man sollte nicht vergleichen, wie waren die Zinsen vor dem Ausbruch der Krise. Ich sehe nicht, dass man dahin wieder zurückkehrt. Das wäre auch falsch, weil man gesehen hat, es hat eine zu sehr eine Einebnung von Zinsen gegeben, die eben doch signalisieren sollen, dass Länder eben unterschiedlich sind. Wenn aber doch die Gefahr besteht, dass Irland zumindest vielleicht nicht gleich bankrott geht, aber doch nach und nach, wie soll man sagen, ausblutet, also weil jedes Jahr doch viele Milliarden dann abfließen für diese übernommenen Bankschulden, wäre es nicht besser, dann wenigstens einen Teil dieser Schulden jetzt zu erlassen, damit Irland einfach neu starten kann? Also wie gesagt, der Ausgangspunkt unserer Analyse ist ein anderer und ich würde nicht leichtfertig darüber spekulieren, weil ein Schuldenerlass heißt im technischen Sinne, sie sind zahlungsunfähig. Sie default mit allen Konsequenzen, die das hat. In aller Regel ist dann für zumindest einen gewissen Zeitraum Ihnen der Zugang zum Kapitalmarkt nicht mehr möglich. Ein großer Schuldenposten für die irische Regierung sind die Schuldverschreibungen von 30 Milliarden Euro, die Sie ausgeschrieben haben für die inzwischen geschlossene Anglo-Irish Bank. Und mit diesen als Sicherheit hat dann die Anglo-Irish ihrerseits eine entsprechende Summe sich aus dem EZB-System damals geliehen, um liquide bleiben zu können. Inzwischen ist die Bank geschlossen. Trotzdem muss jetzt die Regierung allein für Zins und Tilgung dieser EZB-Kredite jedes Jahr 3,2 Milliarden Euro aufbringen. Das entspricht in diesem Jahr zufällig oder nicht, ich weiß es nicht, ungefähr der Summe, die sie haben streichen müssen bei Gesundheit und Bildung. Könnte die EZB Irland nicht diese Schulden einfach erlassen, wie es jetzt viele irische Politiker und Ökonomen fordern? Ich glaube nicht, dass wir das können. Der Mechanismus ist richtig beschrieben. Das geht um die sogenannten Promissory Notes. Vielleicht haben Sie da auch ein schönes deutsches Wort sozusagen für. Also eine ganz besondere Art von Schuldverschreibung, die damals in der Krise geschaffen worden sind. Die sind auch nicht handelbar. Es gibt keinen Marktpreis davon. Die sind dann übertragen worden auf die, sag mal, Abwicklungsbank IBRC, wo sie heute liegen und werden genutzt als Sicherheiten gegenüber dem EZB-System. Es laufen Gespräche darüber, wie man mit dieser Promissory Note umgeht. Ich glaube, dass wir da auch zu einer Lösung kommen, weil auch der Gipfel der EU Ende Juni hat gesagt, man muss sich dieses Themas annehmen. Das verbirgt sich hinter dem Gipfelbeschluss zu Irland im Juni. Man muss aber aufpassen, es gibt hier ganz klar eine Beschränkung von Seiten der EZB oder des Eurosystems. Was wir nicht dürfen, ist, dass wir praktisch über diese Art von Anleihen, wie immer man es jetzt strukturiert, praktisch den irischen Staat finanzieren. Weil das ist uns vertraglich ganz klar verboten. Ja, es wäre ja
es würde ja dem Staat nicht direkt zugutekommen in Form von Geld, was jetzt für irgendwie Autobahnen oder Lehrer ausgegeben wird, sondern es würde ja quasi nur die Schuldenlast mindern, die dem irischen Staat dadurch entstanden ist, dass die EZB damals darauf bestanden hat, alle Gläubiger müssen bezahlt werden. Also ich glaube, man sollte da nicht so leichtfertig drüber spekulieren, sondern es gibt eine Verbindlichkeit des irischen Staates. Und wenn wir dem Staat da entgegenkommen, ist der ökonomisch bevorteilhafte ist der irische Staat. Das ist monetäre Staatsfinanzierung. Das ist in Deutschland heftig kritisiert, es wird der Vorwurf gemacht, dass an anderer Stelle wir das tun, was nicht stimmt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das Geld selbst ist ja ohnehin schon emittiert. Oder, also der deutsche Feuilletonist würde schreiben, ist ohnehin schon gedruckt. Ja, obwohl ich da immer keine Druckerpressen sehe. Also es ist einfach elektronisch geschöpft worden. Es würde doch im Grunde niemandem schaden, wenn die EZB diese speziellen Schulden, die unter besonders speziellen Bedingungen entstanden sind und die in Irland ja eigentlich niemandem was genutzt haben, sondern nur den ausländischen Gläubigern von Anglo-Irish, wenn man die streichen würde. Es würde kein Schaden entstehen, oder? Vielleicht der Gewinn der EZB wäre geringer. Ich glaube aber, der Schaden besteht darin, wenn man eine eingegangene Verbindlichkeit nicht begleicht, kann das Kettenreaktionen für das ganze irische Finanzsystem auslösen, durch sogenannte Cross-Default-Klauseln, die ich im Einzelnen nicht kenne, wie sie in privaten Verträgen vorkommen. Also wenn Sie eine Verbindlichkeit nicht bedienen, interessanterweise eine, die gegenüber dem Eurosystem besteht, die damit auch jeder kennt, hat das mögliche Kettenreaktionseffekte im Rest des Finanzsystems. Also ich würde dafür warnen, dass man einseitig versucht, diese Promissory Notes nicht mehr zu bedienen. Nein, das kann die irische Regierung nicht alleine unilateral für sich beschließen, so nach dem Motto, wir zahlen nicht mehr. Wenn, dann müsste das natürlich im Einvernehmen mit den anderen EZB-Mitgliedern erfolgen. Ich sage, es gibt darüber Gespräche, aber die rote Linie für uns ist ganz klar, wir dürfen nicht dazu übergehen, dass wir das Verbot der monetären Staatsfinanzierung durchbrechen. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und letztendlich geht es darum, es hat eine Bankenkrise gegeben, da sind reale Verluste aufgetreten, die sind da und diese Verluste sind durch fiskalische Entscheidungsträger zu tragen, nicht durch Notenbanken. Wäre denn vielleicht eine Alternative, wenn man es nicht streichen kann, weil es sozusagen in Form wäre ja auch ein Präzedenzfall für andere, aber könnte man nicht die Schulden wenigstens über eine viel längere Zeit strecken, meinetwegen auf 50 Jahre, damit nicht jedes Jahr diese 3,2 Milliarden auf den irischen Staatshaushalt drücken? Also das ist Teil der jetzigen Überlegung, ob man diese Promissory Note umtauscht in länger laufende irische Staatsanleihen. Das ist einerseits eine gute Idee, streckt praktisch die realen Verluste, die durch die Bankenrettung da sind. Danach müssen sie dann über einen längeren Zeithorizont Zinsen bezahlen. Also die realen Verluste werden dadurch nicht kleiner, sie strecken es nur. Das ist aber ein relativ gängiges Verfahren, das man auch bei den beiden Bad Banks, die Sie aus Deutschland kennen, angewendet hat. Ja, man streckt Verluste über die Zeit. Also das wäre möglich? Ja, es hat wieder ein ganz spezielles, gesondertes Notenbankproblem. Diese Sicherheiten werden ja eingereicht, um damit EZB-Liquidität zu bekommen. Wir begeben im Moment diese Hilfen gegen diese Promissory Note als sogenannte Notfall-Liquiditätshilfen. Was nicht schön wäre, wenn man versucht, das jetzt über 20, 30, 40 Jahre zu strecken, weil das praktisch die Idee dieser Notfall-Liquiditätshilfen, die mal geschaffen worden sind, um über 14 Tage, 3 oder 4 Wochen eine Bank mit Liquidität zu versorgen, dass man versucht, daraus eine Art Dauerinstrument zu machen. Ja, aber neuerdings verleiht die EZB ja auch schon länger Geld. Also zuletzt 1 Billion für 3 Jahre. Also insofern, kurzfristig ist es ja ohnehin schon alles nicht mehr. Es ist richtig, dass wir 2 3-Jahres-Tender begeben haben, die brutto 1000 Milliarden an Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Das ist richtig, ja. Aber 3 Jahre und sag mal 30 Jahre sind doch ein erheblicher Unterschied. Also es gibt grundsätzlich 4 Wege, wie man aus sogenannten Situationen eines Schuldenüberhangs herauskommt, auch geschichtlich gesehen. Der erste ist, sie wachsen, werden einen Beitrag leisten. Bei Irland bin ich da guter Dinge. Die Volkswirtschaft selber ist gut und wettbewerbsfähig. Zweite Möglichkeit, sie haben echte finanzielle Transfers von jemand anders, der mehr hat. Sehe ich in Europa nur sehr eingeschränkt. Drittens,
Sie inflationieren daraus? Das sehe ich nicht. Das würden wir als EZB immer verhindern, weil das klar unser Mandat verstoßen würde. Genau. Und das vierte ist, Sie restrukturieren die Schuld. Das ist das, worauf Sie, wie immer Sie Ihre Vorschläge drehen, hinaus wollen. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, das ist richtig, aber es hat eben erhebliche Konsequenzen auch für ein Land. So, insofern, diese vier Varianten haben Sie in Ihrer Instrumentenbox und ich glaube, Irland hat gute Chancen zu wachsen. Damit erstmal Irland zu Ende. Kürzlich hat ja auch EZB-Präsident Mario Draghi bei einer Sitzung des Ministerrats die Position vertreten, die ungesicherten Gläubiger von überschuldeten Banken sollten auch Verluste mittragen. Warum wird dieses Prinzip in Spanien jetzt nicht doch endlich mal angewandt? Also man kann das für Spanien noch nicht klar sagen, wie die Lage ist, weil die Analyse der Banken läuft. Was Mario Draghi gesagt hat, und das teile ich völlig, dass man diese ungesicherten Anleihegläuber ja einbeziehen soll für den Fall, wenn eine Bank sich als nicht lebensfähig herausstellt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Da entwickelt sich im Grunde genommen der Instrumentenkasten in Europa weiter. Mhm. Das sieht man auch an dem Richtlinienentwurf der EU-Kommission, die sich mit der Abwicklung von Banken befasst. Da sind die sogenannten Bail-in-Instrumente mit drin, die gab es früher nicht, dass man Anleihegläubiger zwangsweise wandelt in Aktionäre. Genau, Bail-in statt Bail-out. Und das sind die ersten, die dann logischerweise bluten müssen. Insofern hat Mario Draghi klargemacht, dass für diese ungesicherten Anleihegläubiger, wenn das Institut nicht lebensfähig ist, sie auch herangezogen werden sollen. Das ist richtig, ja. Ich meine, man könnte doch, die Troika kann ja alle möglichen Forderungen stellen für ihre Kreditvergabe. Und im Fall Spanien geht es ja auch direkt um Kreditvergabe für die Rekapitalisierung von Banken. Da könnte doch die Troika ihrerseits einfach die Forderung stellen, also wir wollen das Risiko für die Steuerzahler der übrigen Eurozone so klein wie möglich halten. Und zuallererst müssen jetzt erstmal die Gläubiger der überschuldeten Cajas oder der Bankia mit herangezogen werden, um zu sehen, ob die nicht einen Teil der Rekapitalisierung selber leisten können. Warum nur für Banken, die abgewickelt werden? Warum nicht auch für Banken, die saniert werden müssen? Weil ich glaube, dass es verschiedene Trade-offs hier zu beachten gibt. Ja. Es ist sicher ganz sicher so, dass man versuchen muss, den größtmöglichen Teil der Kosten der Rekapitalisierung, darum geht es dann bei lebensfähigen Instituten, durch private Anteilseigner aufbringen lassen kann. Aber es stellt sich immer die Frage, welche Auswirkungen hat das für die Finanzmarktstabilität? Wenn Sie diese Anleihegläubigen, ich sag mal salopp, vollständig rasieren, schließen Sie todsicher die eine Bank, die ja lebensfähig ist, über die reden wir jetzt, vom Zugang an Anleihemärkte aus. Die Frage, schließen Sie auch andere aus? Weil wir es heute zum Teil sehr oft erleben, dass die Kreditwürdigkeit einer Bank entschieden wird, einfach nach dem Standort, nach dem Land, in dem Sie ansässig sind. Also die Frage, wenn Sie das in einer Bank machen, das bleibt natürlich nicht unbeobachtet in Hongkong, Singapur oder New York, was passiert mit den Anleihegläubigern anderer Banken, die in dem gleichen Land angesiedelt sind? Ich meine, damals im Herbst 2008, als das, wenn man so will, auch eine Situation war, auf die keiner vorbereitet war, da konnte ich das sogar noch nachvollziehen, dass man gesagt hat, also wir, noch so ein Schock wie Lehman, da wissen wir nicht, was passiert, das haben wir nicht unter Kontrolle, womöglich kriegen die Leute dann alle Panik und rennen morgen zum Geldautomaten. Aber inzwischen sind 4 Jahre vergangen. Ich meine, müsste man nicht doch allmählich mal wieder anfangen, wenn man so will, die Grundregeln der Marktwirtschaft auch im Finanzsektor wieder einzuführen? Und das eben zum Beispiel im Fall Spanien? Ja, ich glaube, das ist uneingeschränkt richtig. Ich glaube, es muss uns auch zu denken geben, seit Beginn der Finanzkrise sind in den USA fast 500 Banken geschlossen worden. Ja. In Europa sind es deutlich weniger. Ich glaube, da muss man gucken, warum gibt es eine andere Herangehensweise, kann man damit anders umgehen. Ich glaube, es liegt ein Stück daran, dass es in den USA andere Auffangmechanismen auf der föderalen Ebene gibt, die wir in Europa bisher nicht hatten. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir unseren Instrumentenkasten eben erweitern, dass es eben ein Abwicklungsregime mit einem Abwicklungsfonds in Zukunft für ganz Europa gibt, damit man das auch tun kann. Ich glaube, man sieht auch schon Weiterentwicklung hier. Aber wir waren in Europa eben nicht so versehen mit den Instrumenten, wie das in den USA beispielsweise der Fall war. Aber bis Europa dann diesen Instrumentenkasten hat, soll ja noch sehr, sehr viel Geld in marode Banken fließen. Also zum Beispiel jetzt der spanische Fall Bankia. Ja? Nach dem aktuellen Stand
sollen sie jetzt nochmal, ich glaube, 23,5 Milliarden Euro erhalten. Gleichzeitig entnehme ich der Bilanz der Bank, die im Mai veröffentlicht wurde, dass sie 27 Milliarden vorrangiger ungesicherter Schulden ausstehen hat. Da könnte man doch einfach jetzt mal so ein Bail-in machen, in diesem einen Fall. Das würde doch nicht automatisch bedeuten, dass dann die großen spanischen Banken, Santander, BBVA, auch nicht mehr kreditwürdig wären. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Die sind doch völlig anders aufgebaut. Also, ich will das nicht uneingeschränkt verteidigen, was da stattfindet. Ich wäre aber immer sehr vorsichtig. Diese 27 Milliarden haben bestehende Verträge. Mhm. Was Sie im Grunde genommen vorschlagen, ist, dass sie die nachträglich einseitig ändern. Ja, weil die haben schlecht investiert. Wenn die Bank, also angenommen, man lässt die Bank einfach so insolvent gehen, ohne staatliche Hilfe, dann wäre das ganze Geld weg. Ja, das ist sicher richtig. Deswegen glaube ich auch, es ist vernünftig, dass man diese Bail-in-Instrumente in Zukunft hat, aber mit einer Übergangsfrist 2014 bis 2018, damit eben auch Marktteilnehmer an diese Instrumente sich gewöhnen können. Wir wissen bis heute gar nicht, gibt es eigentlich genügend Nachfrage nach diesen Bail-in-Instrumenten? Gibt es Anleger, letztendlich stehen ja Privatanleger hinter, die bereit sind, diese Instrumente zu kaufen, was erstmal wie eine Anleihe aussieht, aber im Krisenfall zu einer Aktie wert. Mhm. Also wir wissen gar nicht, gibt es dafür genügend Nachfrage, um damit den europäischen Bankenmarkt flächendeckend mit diesen Instrumenten zu versehen. Ja. Als wir in Spanien waren und gefragt haben, warum wollt ihr jetzt den gleichen Weg wie die Iren gehen, weil man weiß ja nicht, ob die Summe vielleicht am Ende viel größer wird, warum denkt ihr eigentlich, ihr müsst alle Banken retten? Warum lasst ihr nicht einfach mal pleite gehen? Und dann war die offizielle Begründung immer, ja, aus systemischen Gründen, weil sonst das ganze Bankensystem zusammenbrechen würde. Und dann haben wir gefragt, ja, aber können Sie das belegen? Also kann man das irgendwie beweisen? Wer wäre denn eigentlich wirklich betroffen, wenn man zum Beispiel dieses eine Institut, was das größte von allen ist, jetzt die da in der Debatte stehen, Bankia, wenn man die, wenn man so will, abwickeln würde und die Gläubiger heranziehen würde? Was würde denn konkret passieren? Und diesen Beleg haben wir nie bekommen. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Kalkulation oder so ein Szenario? Was würde denn konkret passieren? Wer würde Geld verlieren? Nein, es gibt kein ökonomisches Modell, das Ihnen das Gegenmodell abbilden kann. Also wir argumentieren immer mit dem Kontrafaktischen. Mhm. Ja, man kann aber, weil das ganz klar ein Strukturbruch in jedem ökonomischen Modell wäre, kriegen Sie das nicht abgebildet. Aber man könnte doch zum Beispiel einfach eine Liste aller Gläubiger dieser überschuldeten spanischen Sparkassen und Banken machen. Und anhand dieser Liste aller Gläubiger, dann könnte man darüber reden. Wer sind denn die potenziell Geschädigten? Also so könnten die Bürger und die Parlamente eine informierte Entscheidung treffen. Aber genau diesen Listen gibt es immer nicht. Die sind immer Staatsgeheimnis. Ja, ich kenne diese Listen auch nicht. Ja, das ist Geschäftsgeheimnis der Bank. Ja. So. Gut, aber die Aufsichtsbehörde kann sich diese Daten beschaffen, wenn sie meint. Also ich meine, diese Banken, um die es geht, sind ja bereits verstaatlicht. Ja, aber darf sie nicht öffentlich nutzen. Aber die Politik könnte beschließen, das muss jetzt mal öffentlich genutzt werden, damit wir endlich mal eine informierte Debatte über diese Frage der Systemrelevanz führen können. Also ich kenne, wie gesagt, aus der Vergangenheit einige solcher Listen aus Deutschland. Ja. Und das ist dann schon sehr überraschend, welche Pensionsfonds oder Ähnliches da zum Teil immer Anleger sind. Ich weiß, die Liste der Hypo Real Estate ist ja an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe sie veröffentlicht. Ich weiß. Dann wissen wir ja beide, wer da drauf stand sozusagen. Genau. Und dann stellte sich doch heraus, dass ein ganz erheblicher Teil der ungesicherten Gläubiger der Hypo Real Estate durchaus in der Lage gewesen wäre, ganz einen Teil der Verluste zu tragen. Also da waren einige wenige öffentliche Pensionskassen dabei. Aber von den 100 Milliarden ungesicherter Gläubiger war, glaube ich, irgendwie maximal 10 Milliarden waren öffentliche Pensionskassen. Der ganze Rest waren private Investoren, zum Teil Großbanken, zum Teil Family Offices, Vermögensverwaltungen aus aller Welt, die einfach einer hochriskanten Bank viel zu viel Geld geliehen hatten. Oder Lebensversicherung. Ja, Coburg war auch dabei, eine. Und so. Aber auch die haben guten Gewinn ausgewiesen in dem Jahr. Also ein bisschen weniger Gewinn hätte die auch nicht gleich in die Pleite getrieben. Also ich frage deswegen so, weil diese Systemrelevanz, also ne, wenn wir das machen, dann bricht das ganze System zusammen. Das hören wir ja jetzt seit vielen Jahren. Und am Anfang war das noch überzeugend, weil man tatsächlich nichts wusste. Aber inzwischen weiß man doch, eigentlich wird hier das Vermögen oder das Geld von Vermögenden geschützt. Überwiegend.
Also ich habe keine spanische Bankanleihe, weil die werden nur in Stückelungen von 100.000 gehandelt. Ja, in Spanien war das Interessante, wie man Banken sieht, es gab aktienähnliche Instrumente, die man dann sehr an die Kleinsparer verkauft hat. Ja. An Kleinanleger in Spanien verteilt worden. Also wenn wir bei der ersten Line of Defense sind, was die Aktionäre sind, haben sie in Spanien schon jetzt richtig Kleinanleger dabei. Nein, ich glaube... Aber Entschuldigung, wenn ich da interveniere, umso mehr ärgern sich in Spanien viele Leute, dass in dem Vertrag zwischen dem EFSF und dem spanischen Staat jetzt über diese potenziellen 100 Milliarden Kredit zwar ausdrücklich erwähnt ist, dass diese Käufer von den aktienähnlichen Instrumenten Verluste machen müssen, vermutlich sogar 100%, aber eben ausgerechnet die anderen Gläubiger, also die ungesicherten anderen Gläubiger, sind in diesem Memorandum of Understanding überhaupt nicht erwähnt. Wer hat das denn entschieden? Warum? Ich glaube, man muss das Memorandum sehr sorgfältig sich angucken. Es steht auch drin, dass die vorrangigen Gläubiger voll beteiligt werden und über die nachrangigen Gläubiger ist nichts gesagt. Wenn Sie so wollen, ist das gegenüber Irland eine Fortentwicklung. Das stimmt. Es ist nicht ausdrücklich festgehalten. Ja, so. Insofern, man muss das sorgfältig auch lesen, wie solche Dokumente zustande kommen. Ich glaube, wir reden ein Stück lang aneinander vorbei. Sie stellen eine Verteilungsfrage. Da sind reale Kosten einer Bankenkrise. In Irland ist das ein paar Jahre schon zurück. In Spanien ist das aktueller. Und Sie stellen die Frage, wer trägt das? Mhm. Da haben Notenbanken wie Aufsichtsbehörden einen blinden Fleck. Wir stellen Preisstabilität sicher und tragen zur Finanzmarktstabilität bei. Ja. Aufsichtsbehörden sorgen für Finanzmarktstabilität. Ja. Ja, schon die deutsche Aufsicht hat kein Mandat, sich ansatzweise über Verbraucherschutz oder Ähnliches auszudenken. Also wenn man ihre Fragen stellt, ich sage nicht, dass die völlig unberechtigt sind, dann muss man an das Mandat von Aufsichtsbehörden und Notenbanken ran. Ja. So, um das mal ganz, deswegen reden wir so ein Stück aneinander vorbei. Ihre Fragestellung ist eine andere, die taucht in unserem Mandat nicht auf. Ich stelle die Frage jetzt nochmal, auch wenn Sie sagen, es ist nicht Ihr Mandat, aber man kann doch zumindest feststellen, die Gläubiger sind zumindest zum Teil die Begünstigten dessen, was als Euro-Rettung läuft, also das Geben von Überbrückungskrediten. Müssten nicht die Bürger und die Wähler und auch die Parlamentarier wissen, wer eigentlich diese Begünstigten sind, denen sie das Risiko abnehmen? Wäre das nicht im Grunde eine ganz legitime Angelegenheit? Ich meine, bei anderen Sachen, die der Staat fördert, vergibt, da erfahre ich ja auch, wer die Begünstigten sind. Warum in diesem Falle nicht? Ja, bei EU-Agrarsubventionen ist das auch schon schwierig, zum Teil rauszufinden. Inzwischen ist es transparent. Ja, war ein langer Weg. War ein langer Weg, aber wir haben es erreicht. Genau. Also ich hätte damit kein Problem, ja, dass man hier transparenter wird. So wie heute die Rechtslage ist, ich nehme mal Deutschland, das kenne ich am besten noch als Land, sind die Aufsichtsbehörden dazu nicht in der Lage. Der normale Weg, den es denn oft findet, die Aufsichtsbehörden stellen das vertraulich dem Parlament zur Verfügung, wie in Deutschland im Sofin-Gremium. Und auf unerklärte Wege findet es dann den Weg in eine Zeitung. Das ist der Weg, wie er heute stattfindet. Aber die Aufsichtsbehörden haben keine Möglichkeit selber oder auch die Regierung, das transparent zu machen, weil das fällt unter Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse eines Unternehmens. Da können Sie zu Recht sagen, in dem Moment, wo man Staatshilfe erhält, um das vereinfacht zu sagen, muss das anders sein. Ja. Ich breche noch mal eine Lanze, auch wenn das nicht populär ist, für das Funktionieren eines Bankensystems in einem Lande. Nehmen wir Griechenland. Wie gesagt, keine Blase geplatzt, sicherlich kein Hort des großen Investmentbankes. Es ist ein ganz normales Bankensystem. Wenn man so will, eine Regierungsblase ist geplatzt. Ne? Die Regierung war überschuldet. Ja. Damit bedrohte es aber auch die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems. Die hatten sehr viele Anleihen ihres eigenen Staates. Ich glaube, da kann man nicht sagen, dass das irgendwo besonders spekulativ ist. Jede Bank in jedem Land hält überwiegend Anleihen seines eigenen Staat ist. Es ist ganz normal, darin zu investieren. Die waren auf einmal durch die Umschuldung ungefähr nur noch die Hälfte wert. Die Banken mussten das abschreiben und mussten erheblich rekapitalisiert werden. Dazu war der griechische Staat nicht in der Lage und es gab EFSF-Mittel. Ich glaube, da war es wichtig, dass man einen Bankensektor hat, der in der Tat die Kernfunktion hatte, Unternehmenskredite, Kredite an private Haushalte zur Verfügung zu stellen, dass man den am Funktionieren hält. Das wird aber insgesamt, das ist richtig, wenn man alles zusammen addiert, im Falle Griechenlands bis zu 50 Milliarden Euro kosten. Aber der Fall Griechenland ist ja ein ganz anderer als der Fall Irland und Spanien. Unstreitig. Na? Also in Griechenland, wenn man so will, haben Investoren den Fehler gemacht, eine nicht verantwortliche Regierung lange zu finanzieren. Dafür mussten sie dann wenigstens teilweise am Ende auch bezahlen. Zwar mit 2,5 Jahren Verspätung, aber immerhin.
In Irland und Spanien ist es so, da haben private Investoren private Unternehmen viel zu lange finanziert, obwohl die längst nicht mehr kreditwürdig waren. Insofern ist es ein anderer Fall. Insofern könnte man da schon nochmal die Frage stellen. Aber ich würde gerne nochmal zum Anfang kommen. Die öffentlichen Debatten in Deutschland und in den anderen Euro-Staaten, die suggerieren ja den Bürgern, sie müssten jetzt Risiken für schlechte Regierungen übernehmen. Das prägt die Debatte. Warum sollen wir zahlen, weil die Südländer da unten oder auch die Iren schlecht gewirtschaftet haben? Und das nährt so nationale Ressentiments und könnte am Ende, wenn diese nationalen Ressentiments dann praktische Politik werden, dann könnte das ja die ganze Eurozone sprengen. Müssten die Regierungen nicht viel intensiver und offensiver darüber aufklären, dass, wenn Überbrückungskredite gegeben werden, dass es auch wenn man so will, um unser eigenes Geld geht, also dass wir eigenes Geld in den Krisenländern im Feuer stehen haben, müsste man das nicht viel intensiver aufklären und dann so zu den nationalen Ressentiments damit den Boden entziehen? Also ich persönlich glaube in der Tat, dass dieses Spiel mit nationalen Klischees eines der größten Gefährdungen dieser Krise ist. Ja. Wir haben ja auch zumindest eine wahrgenommene Nord-Süd-Spaltung. Ja. In der EU, was ich für ein echtes Risiko halte. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass in der öffentlichen Debatte wir eine Verengung haben der Ursachen dieser Krise. Es heißt, weitestgehend in Deutschland, aber auch oft in den Niederlanden und Finnland, es ist eine Krise der öffentlichen Schulden. Und wir haben, ich glaube, vier Bausteine der Krisen, die sich in den Ländern unterschiedlich zusammensetzen. Sie haben öffentliche Schulden, private Schulden, Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und speziell Bankenkrisen, sprich Platzen von Immobilienblasen. Mhm. Und diese vier Elemente konfigurieren sich unterschiedlich. Insofern immer nur zu sagen, es hat was mit öffentlicher Verschuldung zu tun, wo man sagt, ja, die ziehen keine Steuern ein oder die waren lax in der Ausgabe, das geht an dem Thema vorbei. Wir haben eine öffentliche Verschuldungskrise verbunden mit Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, das ist Griechenland. Aber beispielsweise Spanien, es ist eine private Verschuldungskrise, gepaart mit dem Platzen einer Immobilienblase. Zum Anfang der Krise war der Schuldenstand in Spanien des Staates niedriger als der des deutschen Staates. Ja, viel sogar. Ja, 20 Prozentpunkte. Genau. Und in Irland war es zum Beginn sogar nur 25%. Also die waren die Musterschüler der Eurozone schlechthin. Und jetzt stehen sie bei 120 fast. Ja, deswegen glaube ich, muss man, wie gesagt, die Ursachen dieser Krise, wie gesagt, vier Elemente hat, die unterschiedlich zusammengehören, auch relativ klar erklären. Und was auch zumindest unter Fachleuten klar auch erkennbar ist, dass die Medizin, die man dagegen gibt durch die Anpassungsprogramme, muss halt sehr unterschiedlich sein. Ja, aber meine Frage lief eher darauf hinaus, mich irritiert so, dass in der deutschen Debatte, aber auch in der niederländischen und in der finnischen und ich glaube Österreich ist auch nicht viel besser, wenn man so will, die ganze Beteiligung unserer eigenen, wenn man so will, institutionellen Investoren, also unserer Versicherungen, unserer Banken, unserer Vermögensverwaltungen, unserer Stiftungen, dass die alle in diese Booms, die dann geplatzt sind, mit investiert haben. Dieses Moment kommt in der öffentlichen Debatte bei uns praktisch nicht vor. Warum scheut man sich so davor? Wo ist das Problem? Warum wird das nicht benannt? Das würde doch sofort, wenn man so will, die Wahrnehmung dieser ganzen Krise ändern, weil dann plötzlich klar wäre, Moment, also klar, die Spanier haben Mist gebaut, die Iren haben Mist gebaut, aber die Anleger aus Deutschland haben auch richtig Mist gebaut, oder? Ich kann Ihnen Ihre Frage nicht beantworten. Ich kann auch, wie gesagt, ich habe keine Daten, die irgendwie sagen, ob nun deutsche Anleger auf dem Anleihemarkt besonders engagiert waren in Irland oder in Spanien. Da haben wir auch keinen Disput, es gibt auf Finanzmärkten Herdenverhalten. Ja, genau. So, wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, vor 7, 8 Jahren musste man auch im Finanzsektor in Osteuropa investieren. Das war der Zukunftsmarkt schlechthin. Ein paar Jahre später wurden sie abgestraft im Rating oder durch Analysten, wenn sie ein großes Engagement in Osteuropa hatten, weil das war zu viel leichtes Geld, undurchsichtige Aufsicht oder ähnliches. Also ich glaube, das gibt es auch. Und so gab es sicher auch den Trend Spanien, Immobilienmarkt, ganz klar. Irland ist noch ein gesonderter Fall mit der niedrigen Körperschaftssteuer, ganz explizit das Finanzzentrum Dublin auch zu fördern. Ich glaube, das ist heute, wenn man da ex post drauf guckt, unstreitig, dass das eine der Ursachen der Krise war. Ja, ja, aber wenn man sich die Liste der Gläubiger von Anglo-Irish, also das war sozusagen, wenn man so will, die irische Skandalbank, die ja allein die Hälfte dieser 70 Milliarden ausgemacht hat, wenn man sich die Liste der Gläubiger, die da durchgesickert ist, anguckt, dann sieht man, da stehen 80 Adressen drauf. Davon sind 50 aus Deutschland und Frankreich. Also insofern, es gibt schon diesen Zusammenhang.
von wo das Geld kam. Ich kenne die Liste nicht, da sind Sie denn privilegiert jetzt. Ja, angenommen, Spanien wäre gezwungen, das Eurosystem zu verlassen, was ich mir überhaupt nicht wünsche, aber angenommen, das wäre so. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Geld deutsche Banken, deutsche Unternehmen, deutsche Investoren verlieren würden, wenn Spanien aus dem Euro rausfallen würde? Nein. Also auch ganz klar, ich wünsche mir das nicht. Ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Ja. Man kann das auch kaum berechnen. Sie kriegen im Grunde genommen immer mit Ihren Listen, die Sie hatten, den Erstrundeneffekt. Sie kriegen aber Zwei-, Dritt- und Viertrundeneffekte nicht erfasst, weil das eine Reaktionsfunktion unterstellt, wo man keine Datenbasis hat, keine Zeit rein hat, um das zu können. Heißt, Sie gucken das direkte Engagement eines deutschen Investors in Spanien. Es kann aber sein, dass es einen französischen Investor gibt, der in Spanien investiert ist, der dann Verluste erleidet, aber an diesem französischen Investor sind wiederum deutsche Investoren beteiligt. Ja, ja. Und das ist der Zweitrundeneffekt und das können Sie über mehrere Ketten völlig legal im Finanzbinnenmarkt machen. Insofern diese Effekte, die ja viel größer sein können, nicht müssen, aber können, kriegen wir modellmäßig nicht erfasst. Aber was man doch schon sagen kann, angenommen, wir würden es jetzt mal drauf ankommen lassen und würden den Hardlinern hier in unserem Land so von wegen, die haben die Misere angerichtet, die sollen das alleine auslöffeln, schmeißt sie alle raus. Angenommen, man würde das mit Spanien machen. Die wirtschaftlichen Folgen wären doch absolut verheerend, oder? Also auch hier bei uns. Also ganz klar, Deutschland ist der größte Profiteur des europäischen Binnenmarkts und der Währungsunion. Also 40% unserer Exporte gehen in die Eurozone und 60% in die EU. Ich glaube, es ist völlig klar, und das muss man auch in Deutschland immer wieder sagen, und das tun wir auch ständig, wenn es den Nachbarn nicht gut geht, wird es Deutschland auch nicht gut gehen, weil unsere Wirtschaft ist sehr exportorientiert. Insofern, wir brauchen diese Absatzmärkte in Europa.